Ja, hallo zusammen zu einer nächsten Runde von Be I or Die Live. Wir haben uns, denke ich, wieder ein spannendes Thema ausgesucht, haben da auch sehr, sehr viel Lust zu, einmal ein Stück weit Power BI gegen Cognos antreten zu lassen. Gar nicht so sehr hart jetzt Battle oder so, aber einfach mal zu sehen aus so einer Fachbereichssicht, was kann ich in Tool A, in Tool B in relativ kurzer Zeit erreichen und das einfach mal so ein bisschen im Dashboarding gegeneinander halten, vergleichen. Gerne natürlich auch wieder mit euch. Also ihr könnt da gerne dazukommen oder andere Meinungen haben oder in den Chat logischerweise schreiben oder natürlich auch wirklich mit Kamera mit dazukommen. Ja, hi Andreas, du bist auch wieder dabei. Heute aus Ja, schon Köln. mal. Ja, moin, hallo. Heute aus Köln. Erstmal eine Geschichte. Ihr könnt gerade nicht dazukommen. Das heißt, bei uns hier in den Livestream aus folgendem Grund, dass alle 12 Plätze, die wir hier haben zur Diskussion, gerade schon belegt sind. Da sind genug Leute gerade hier bei uns drin. Wir werden also viele Fragen, viele Diskussionen hier haben. Ich werde die Leute dann dementsprechend hochziehen. Wundert euch nicht, wenn der Link nicht geht. Wir schmeißen nach und nach dann die Leute aus dem Stream einfach wieder raus. Schreibt bei YouTube oder bei Twitch einfach, wenn ihr hier hochkommen wollt, mit aller Gewalt, weil ihr sagt, nee, das kann Reporting Impulse ja nicht so erzählen. Oder Jörn van der Haar, der heute unser Gast ist, der hat völlig Unrecht. Schreibt uns das in den Chat. Wir blenden es natürlich ein. Wir werden heute viel Diskussion haben. Das Thema polarisiert. Ja, finde ich aber gut. Also es ist ein Antritt von diesen beiden. Ich denke, Cognos hatte auch ganz schön viele Sachen richtig gemacht in der letzten Zeit, einige Sachen nachgezogen. Aber dennoch finde ich das sehr, sehr cool, dass wir das jetzt diskutieren. Aber wir wollen erstmal ein bisschen modellig starten, Andreas, oder? Ja, vielleicht mal eine Sache, ne? Also vielleicht ist das Modell, macht ja absolut Sinn, aber eine Sache noch vorweg. Wir vergleichen ja jetzt nicht in Gänze Power BI zu Cognos. Was wir ja heute machen, ist einfach, wir gucken uns die Visualisierungsfunktionalitäten an nach einem Reporting-Impulse, echten Anforderungen, die wir mal hatten, die wir in unserem Standardmodell haben, die wir schon tausendmal bei Kunden eingeführt haben. Und das gucken wir uns beide mal an. Sag mal, geht das genauso in Cognos wie in Power BI oder eben nicht? Und das wollten wir heute mal vergleichen. Also wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil, ne? Es geht hier nicht, wir sind hier jetzt nicht Gartner oder Bark, die komplett allumfassend das Tool in irgendeiner von die Tools irgendwie vergleichen. Wir gucken uns die Visualisierungskomponente an. Das, was jemand, sage ich mal, im Managed Self-Service oder so, ne, als Business-User machen würde. Das gucken wir uns heute an, Karl. Genau, absolut. Also sonst hätten wir jetzt ja, müssten wir ja auch einen Quadranten aufmachen. Das wollen wir jetzt ja nicht tun, egal ob er jetzt wie auch immer aufgeteilt ist, sondern wir haben hier unser Modell hat auch drei Stufen, aber ist ja jetzt in dem Sinne kein Quadrant geworden. Von dem her, ja, wir machen das jetzt in dem Sinne relativ oberflächlich, aber ich glaube, für viele Endanwender, für viele Self-Service-Nutzer aus dem Fachbereich ein extrem wertvoller Vergleich. Also könnt ihr danach ja bewerten, ob es so ist. Aus meiner Sicht wird es das werden. Genau, und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Wir haben hier, glaube ich, auch verschiedene Cognos-Experten und Power BI-Experten mit, nämlich in der Diskussion und hier mit im Chat. Also insofern können wir das gerne auf Augenhöhe diskutieren. Also, warum dieses Modell nochmal am Anfang? Was müssen wir unterscheiden? Einmal Information Design. Das bedeutet, wie kann ich Diagramme und Tabellen gut gestalten? Stichwort Kai, visuelle Tabelle. Werden wir sehen. Geht sie in Cognos? Geht sie nicht? Werden wir sehen. Also Power BI bringt sie so aus dem Bauch mit. Das wäre halt so, ne? Dann Visual Business Intelligence, dieses Managed Self-Service. Wie einfach ist es für mich selber in dieser Dashboarding-Komponente, das hat jetzt Power BI eigentlich so, aber in Cognos schon, Cognos Analytics, diese Dashboarding-Komponente, wie weit schafft sie was? Was geht da so? Das gucken wir uns heute mal an. Und das Themenbereich Visual Analytics, sage ich mal so, Einsteiger Visual Analytics Board, das gucken wir uns heute auch mal an, ne? Also nach dem Motto, wie ist Cognos da? Also was unsere Sache ist, ist so diese Geschichte. Ich bin jetzt im Fachbereich, möchte mir ein Visual Business Intelligence Dashboard bauen, so ein geführtes Dashboard, ein Guided Dashboard und ich möchte mir ein Visual Analytics Dashboard bauen. Und das wollen wir uns heute mal zusammen angucken, ne? Und schauen wir einfach mal. Genau, also es ist ja, glaube ich, so diese Abgrenzung, so Guided versus Analytics Dashboard, so von Visual Business Intelligence zu Visual Analytics, in dem Sinne wiederkehrendes versus ich habe was ich neu entdecken möchte, meine neue Nadel im Heuhaufen finden möchte, das ist also ein Stück weit so diese Abgrenzung und geht zurück irgendwie auf das erste Buch, was wir geschrieben haben. Also es ist ja damals mit dem Fraunhofer dieses Modell entstanden und ich finde es spannend, dass wir es Stand heute, ich glaube, es ist jetzt 8, 9 Jahre her, tatsächlich immer auch noch so wahrnehmen und Ja, immer noch so gut finden. eine Sache muss ich sagen, diese Navigation, die Spalte, ne? Die gab es Stimmt, die ist überhaupt gar einmal, nicht. ja.
Die haben wir damals bei Bertelsmann, ne, haben wir die nochmal anders benannt, anders gerade gezogen. Da gab es, also vor 10 Jahren, den Begriff Self-Service oder diese Idee gab es vielleicht schon, aber noch nicht so benannt. So, also das heißt, die haben wir nachgezogen mit Bertelsmann, mit der Corporate IT damals, lange Workshops gehabt, um es dann halt so, ne, sagen, das eine ist eher Presentation, das andere ist Managed Self-Service, heißt Filtermöglichkeiten, Drill-Throughs, Drill-Downs, und Self-Service ist, hier hast du die Daten, mach mal selbst, so. Und das ist, glaube ich, neu dazugekommen vor 3 Jahren oder so. Aber sonst hält das schon ganz schön lange Stand, ne? Mo. Absolut. Also ich glaube, es macht halt klar, welche Disziplin du machen musst, und grenzt auch die Sachen sehr gut ab. Ich kann mich auch noch an die Diskussion mit Jürgen Feist daran erinnern, dass für ihn das auch eine sehr logische Abgrenzung war, auch was bei beispielsweise IBCS kann, also sehr, sehr, sehr stark im Information Design einfach beheimatet. Also es hält sehr, sehr vielen cleveren und kritischen Menschen stand bisher. Genau. Gut, pass mal auf. Ich würde mal kurz die Community hier fragen. Die Leute, die sich eher in das Cognos-Lager zählen, schreiben bitte mal eine 1 in den Chat. Die Leute, die sich eher in das Power BI-Lager zählen, schreiben bitte mal eine 2 in den Chat, damit wir so eine gewisse Gewichtung haben in irgendeiner Form. Also eine 1 für Cognos, eine 2 für Power BI, dann haben wir hier so ein bisschen Übersicht. Einfach in den Chat reinschreiben. Und liebe Kollegen, die ja schon mit in dem Talk bei uns im Tool sind, nicht in den Private Chat, sondern halt in den öffentlichen YouTube Chat, damit das jeder weiß, oder in den Twitch Chat, je nachdem, wie man das gerne hätte. Gut, also ich sehe, Kai, ich guck mal eben rüber, ich blende das mal eben ein, ne? Also ich sehe hier eine 2, ich sehe eine 1 und so weiter, eine 2. Also 111 ist auch gut. Ich muss sagen, 111, also ich glaube, da ist jemand ganz hart. Martin Otto ist ganz hart auf Cognos, ne? Ich glaube, da hast du es dann gemacht. Aber wir haben auch eine 2. Ich würde sagen, es ist ausgeglichen, oder? Also erstmal so, erster Eindruck hier von, was weiß ich, 20, nee, 15 Wortmeldungen, ausgeglichen. Beide Lager. Kann auch sein, dass manche können beides offensichtlich auch. Also ja, das sind die coolen Leute. Das ist so wie wir, weißt du? Das sind so die alle Tools dann irgendwie können. Aber komm, die Leute warten drauf. Wollen wir kurz mal sagen, bevor wir Jörn auf die Bühne holen, was wir uns als Aufgabe gesetzt haben. Ja, genau. Wir schauen einfach mal kurz rein. Monitoring Dashboard, also schnelles Verstehen, Monitoren von Dateninformationen, schneller Überblick über die verschiedenen Länder in so einer Kachelansicht. Wir haben ja gestern oder vorgestern auch nur einen Podcast dazu aufgenommen, den wir live gestreamt hatten, auch auf Clubhouse mit Dashboarding like Netflix. Also das ist ja genauso dieser Anspruch, schnell einen Überblick zu kriegen und dann in die Details, in die Zoom-Ebene und dann eben Switch Landingpage und Detail visuell und dann tabellarisch im dritten Schritt, so dieser Dreiklang. Also dieses Dashboard haben wir erfunden, damals in Tableau umgesetzt, für einen CEO eines großen Pharmakonzerns in Berlin und Leverkusen. Der hat folgende Anforderungen gehabt, der wollte alle seine Länder sehen und wollte die Abweichung zum Plan sehen. Dann wollte er in jedes Land reingehen und sehen, wie laufen die Produkte, wie laufen die verschiedenen Dinge. Und dann zum Schluss wollte der in der Tabelle die einzelnen Produkte und die einzelnen Verkäufe nochmal sehen. Das war die Anforderung. Teilweise ein paar Pop-up-Fensters, wo man sehen konnte, wie sieht es im Verhältnis aus? Der hat es intuitiv sofort umsetzen können. Der konnte sofort damit arbeiten. Es war keine Erklärung notwendig. Der Termin war auf 2 Stunden angesetzt. Er hat sich sofort auf die Zahlen fokussiert und hat geklickt und gemacht und getan und auf den Zahlen rumgeschrien. Es ging nicht um Design, nicht um Funktionalität, bis ich ihm dann zum dritten Mal lautstark sagte, das sind nur Dummy-Zahlen, das sind keine Echtzahlen. Aber er ist halt sofort reingegangen. Deswegen diese schöne Geschichte mit dem Monitoring-Dashboard, wo wir sagen, das ist ein Evergreen bei uns. Wir haben es immer wieder im Einsatz. Das ist eine Geschichte und sagen wir, es funktioniert logischerweise in jedem Tool. Wie stark das jetzt im Cognos Analytics funktioniert, schauen wir uns an. Im Power BI, Kai, hast du es mitgebracht. Aber ich würde unseren Gast erstmal hochholen. Absolut. Moin, Jörn. Magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, warum du Gast bist, warum du heute bei uns bist? Wir freuen uns sehr. Ja, moin zusammen, Jörn von der Haar, ich glaube, da steht ja da unten auch der Name. Arbeite bei der Sievers Group, bin 28 Jahre alt, also noch relativ jung. Ich habe vorhin schon überlegt, ob es einen Jüngeren in eurem BI or Die Live schon mal gab. Auch im Podcast, wir haben ja auch, ne? Also ich glaube, ja. Im Podcast, du könntest das wirklich reißen, also 28, gerne an die Jüngeren, ja, seid herzlich willkommen, also Kai ist ja nicht viel älter, insofern. Ja. Genau, du ja auch. Ich sehe gut aus. Ja, arbeite seit 7 Jahren bei der Sievers Group, bin da verantwortlich für den Vertrieb im Business Analytics Bereich und habe aber schon einiges auch mit Cognos umgesetzt. Und ja, wir kümmern uns um die Dateninfrastruktur bei vielen Kunden und dann eben auch um das Dashboarding und um das Reporting mit IBM Cognos und auch zum Teil mit Microsoft Power BI.
Genau, also du bist ja kein Volltechie jetzt. Also, wir haben ja extra gesagt, wir treten hier ja nicht beide Tools miteinander an und sagen, die absoluten Spezialisten, die jetzt ganz tief drin sind, die machen das, sondern wir simulieren hier so Business-User beim Kunden, die ein bisschen eine Affinität haben zum Dashboarding-Bau. Die versuchen wir hier in irgendeiner Form zu simulieren. Ne? Und hier, guck mal, meine Tochter ist 14, die kann auch Cognos. Ne? Was ich ja immer wieder sage, es ist eine Frage des Wollens und nicht eine Frage der Erfahrung und des Alters, sondern es ist eine Frage des Wollens. Und ich glaube auch der unterliegenden Methodik, aber diese Kombination ist extrem, extrem wertvoll, ja. Genau. Genau. Also das ist nochmal wichtig an alle, gerne, ne, auch der Aufruf hier, wer es besser weiß und wer irgendwie clevere Ideen hat, gerne, wir wollen doch hier alle gemeinsam lernen. Also wenn einer sagt, ey, das hättet ihr in Cognos Analytics aber so oder in Power BI wäre viel charmanter gewesen, hättet ihr es so gelöst, rein in den Chat, kommt auf die Bühne, diskutiert das mit uns. Wir wollen doch hier gemeinschaftlich uns alle weiterentwickeln, darum soll es gehen. So, das ist, glaube ich, das Ziel. Sorry, Jörn, bin ich hier dreimal ins Wort gefallen. Ach, gar kein Problem. Ich wollte es nur noch mal bekräftigen. Also kein Techie, sondern tatsächlich Anwender, der sich gerne mal ausprobiert und dafür natürlich auch am liebsten eine der beiden Tools nutzt. Ja. Genau, um einfach zu sagen, man probiert es aus und wie schnell kommt man rein? Und ich meine, du wirst ja dann auch noch mal sagen, was, wenn du es gezeigt hast, wie lange hast du da wirklich für gebraucht? Und wie gesagt, du bist jetzt nicht der Mensch, der sich jetzt intensivst da den ganzen Tag mit auseinandersetzt. Aber das ist ja wirklich oftmals so dieses Szenario ja auch im Fachbereich. Es kommt ein neues Tool oder ich lade mir einfach mal ein neues Tool runter, probiere das mal aus. Und ich glaube, da ist es ja schon entscheidend, wie schnell finde ich da rein? Und genau das wollen wir heute ja einfach mal zeigen und gegenüberstellen, dass dann da wahrscheinlich noch extrem viel mehr geht und das auch sehr cool ist, wenn der eine oder andere da gerne nochmal reinkrätscht. Super, aber wie gesagt, jetzt nicht der Anspruch, dass das alle erschöpfend ist, was wir da heute zeigen. Genau, also Kai, möchtest du mal zeigen, wir haben ja auch Power BI mitgebracht, ne? Also Jörn, du hast ja Cognos mitgebracht, wir haben ja auch im Vorfeld ein bisschen beide rumgespielt, ne? Und nach Lösungen gesucht und so weiter, aber wir legen jetzt einfach mal mit Power BI vor, Aufgabe Monitoring Dashboard, Überblick über alle Länder, Detailpage zu allen Ländern, Zoom als letztes die Tabelle, klarer Aufbau, klare Hierarchie, völlig klare Klickpfade, Usability, komplett einfach gehalten. Ich würde sagen, wir legen einfach mal vor und erzählen so ein bisschen, kleiner Funfact, das Ding können wir beide bauen. Auch wenn das jetzt Anna in dem Fall gebaut hat, aber wir beide wären in der Lage, das relativ schnell zu bauen. Also insofern, los geht's. Sehr gut. Also, ihr seht es ja hier, wir haben begonnen, das in Power BI umzusetzen, so grob hier ein bisschen ein Titelkonzept reingebaut, Landingpage, in dem Sinne so eine Breadcrumbs, wo ich so hin und her springen kann. Und dann oben erstmal Total, also die Total-Kachel als der Einstieg aller und dann die einzelnen Länder eben hier bis Country Nummer 1 aufgelistet. Und jede Kachel ist in dem Sinne gleich aufgebaut. Ich habe eben einmal das Delta abgebildet und dann dazu das Actual und das Budget als Absolutwerte. Und das ist jetzt erstmal so dieser Kacheleinstieg, also dieser Netflix-Overview im Sinne von, ja, wo sind meine Trigger, wo muss ich reingehen, wo brauche ich mehr Details. Und dann kann ich halt mir jetzt eines dieser Kacheln in dem Sinne aussuchen, dann auf Drill-Through. Und ich meine, das ist ja, wie gesagt, dieses Klassische, was der ein oder andere vielleicht mag oder total unangenehm findet, eben in Power BI, dass ich hier mit der rechten Maustaste reinklicken muss. Mach das kurz. Du hast es gerade diplomatisch ausgedrückt, ne? Ich finde, es ist eine Katastrophe, dass Absprünge im Power BI wird einer Kachelthematik nicht einfach per Klick gehen. Dass ich halt immer diesen Weg mit der rechten Maustaste, mit dem Drill-Through gehen muss, um weiterzukommen. Ich finde es nicht so geil. Also deswegen auch so, wir wollen hier ja gar nicht darstellen, Power BI ist das Maß aller Dinge, sondern die haben ja auch noch eine Menge Hausaufgaben, was man besser machen könnte, einfacher. Ich glaube, es ist tatsächlich möglich, es ist nur nicht möglich mit Filterübergabe, ne? Also ich glaube, das ist die Geschichte und das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja schon diese Filterübergabe haben, weil wir ja jetzt nicht für jedes einzelne Land diese Unterseiten bauen wollen, sondern die Geschichte Filter zu übergeben, ist aus meiner Sicht ja schon auch essentiell, damit ich nicht x Unterseiten bauen muss. Guck mal, ich werde nämlich auch bestätigt, nicht nur du, sondern alle, die ich kenne, ne? Also insofern... Genau, also, richtig. Gut, also bedeutet, wir gehen jetzt in Country 5 mal rein und gucken uns das Detail an und sehen, es ist durchgefiltert auf Country 5. Genau, richtig. Also hat sich ja dynamisch dann auch angepasst oben im Titelkonzept. Wir sehen jetzt, okay, Landingpage, Detailpage, ich habe diese Breadcrumbs und jetzt haben wir diese neu aufgerissen. Also einmal hier die Kategorien, dann die Top 10 Produkte, dann die Länder und dann hier jeweils die Zeit.
Und wenn ich jetzt dann eben möchte, wir haben hier verschiedene Hierarchien darunter ja auch gepackt. Also wenn ich dann reinklicke und sage, okay, jetzt gucke ich mir beispielsweise die Kategorie 2 nochmal an, weil da ist jetzt irgendwas ja los gewesen. Also sehe ich dann hier nochmal die Abweichung. Ich sehe die Verteilung. Also von dem ist es ja eigentlich auch nochmal ganz schön gemacht, dass ich wirklich halt durch die einzelnen Hierarchien dann auch durchgehen kann oder dann auch filtern kann. In dem Sinne, ich klicke drauf. Und basierend auf meiner Auswahl passt sich das alles an. Das ist ja auch eine, aus meiner Sicht, sehr, sehr schöne Variante, die man hier machen kann. Irgendwelche, ich kann jetzt da hoch und runter auswählen. Also will ich es aufsteigen oder absteigen, je nachdem, wo jetzt gerade mein Fokus liegt. Das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Die Dynamik, dass ich nach Abweichung auch sortieren kann. Das bedeutet, dass ich mir das Delta Budget nach meiner höchsten positiven oder negativsten aber Abweichung anzeigen kann, dass ich in der Lage bin, durchzufiltern, den Anteil vom Ganzen immer zu sehen. Man sieht ja, du hast eine Einfilterung vorgenommen auf Subkategorie 5 und sieht das auch in den Quartalen und solche Geschichten. Also das bedeutet, was ich halt sehr charmant finde, ist die Interaktivität im Power BI. Und ganz wichtig, wir nutzen ja immer keine Add-ons. Das bedeutet, das ist ja alles immer im Standard gebaut. Auch der Vergleich, wenn jetzt hier jemand um die Ecke kommt mit Zebra BI oder so und sagt, da könnt ihr das alles machen. Ja, safe. Wir vergleichen halt den Standard und das ist unsere Geschichte. Wir vergleichen hier nicht Add-ons gegen den Standard, sondern halt ganz klar, was können die Tools, wenn ich sie so einkaufe, wie sie sind. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei uns zu wissen. Absolut, genau. Also es ist einfach das Bestmögliche aus den bestehenden Bordmitteln rauszuholen und das haben wir hier eben versucht. Ich finde das ganz nett. Klar, diese Interaktivität finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache in Power BI. Und diese Sortierung und diese Möglichkeiten eben, ja, das sich dann entsprechend auszuwählen. Und vor allem nicht mehr mit irgendwelchen hässlichen Filterbuchsen mehr oder weniger, sondern das ist wirklich intuitiv durchklicken in das jeweilige Diagramm dann auch tun kann. Von dem her eine sehr, sehr schöne Variante. Also das jetzt ja die zweite Ebene, die Vier-Felder-Matrix sozusagen von, ich bin jetzt von der Kachelebene gekommen, komme auf die zweite Ebene, habe dann wirklich doch vielfältige visuelle Möglichkeiten, mich das zu filtern etc. etc. Und dann habe ich eben nochmal das letzte Mal den rechten Maustick Drill-Through auf die Zoom-Page. Darf ich mal stoppen, Kai, bevor du das machst? Also ja. Die Frage ist, könnt ihr die Länder auch sortieren? Ich finde die Reihenfolge verwirrend. Wir haben ja unten links die Länder, also die States, um die Frage zu beantworten. Ja, können wir auch. Also Kai guckt das jetzt ein bisschen verwirrend, weil es gelten ich hab's ja gerade eben. Genau, es gelten alle Gesetzmäßigkeiten für alle Sachen. Also wenn ich ein Produkt filtern kann, eine Kategorie filtern kann, kann ich logischerweise auch dementsprechend die Länder filtern. Das bedeutet, da sind wir immer völlig frei. Es muss alles erwartungsgemäß an Usability für alle Dimensionen und Kennzahlen immer funktionieren. Das ist halt so eine wichtige Sache, die wir sonst immer so mitgeben in irgendeiner Form. Das Einzige, wenn die Frage darauf abzielte, deswegen habe ich kurz so geschaut, auf die Landingpage, dann... Das ist tatsächlich so, das sind alles Einzelelemente hier in Power BI. Ach, du meinst die Kacheln. Die Kacheln. Also ich weiß nicht, auf welche Art der Sortierung er die Frage gestellt hat. Das ist, wie gesagt, nur, glaube ich, mit einem größeren, das hatte ich mal gesehen, einem Kollegen vom Daimler-Projekt tatsächlich mal gemacht, bei den Kacheln, dass sie sich dann nochmal Hilfstabellen dahinter gelegt haben und darüber dann die Sortierung und die Befüllung gemacht haben. Aber da ist eben nicht ein, sag ich mal, Gesamtelement ist, so wie wir das jetzt bei dem Abweichungsbalken beispielsweise dann oder bei diesen Diagrammen gesehen haben, ist das halt natürlich dann Einzelelemente und die kannst du dann nicht automatisiert, außer mit einem, Hilfstabelle, etc. Das ist doch alles Müll und Techie-Talk, ganz ehrlich, also mach das nicht, es funktioniert im Power BI-Standard nicht wirklich sauber, richtig cool, bedeutet eigentlich was anderes, das heißt, wenn ich doch auf mein Dashboard immer wieder gucke, bin ich sehr dankbar auch, wenn sich das nicht dynamisch durchsortiert, sondern ich immer an derselben Stelle das Land finde. Also ich möchte heute Morgen Schweden angucken und möchte morgen Schweden angucken. Und wenn die Zahlen sich anders sortieren in den Kacheln, finde ich Schweden bei 15, 20, 35 Kacheln ja gar nicht so schnell wieder. Da müsste ich jede einzelne so durchgehen, bis ich den Wert finde. Das heißt, bei solchen Länder-Kacheln-Thematiken empfehle ich immer, das an derselben Stelle stehen zu lassen, um es schnell in den Kacheln wiederzufinden. Wenn ich jetzt hier nach Top filtere, ne, muss ich das halt dementsprechend festlegen. Kai, wenn du nochmal magst, was ich relativ geil finde, ne, wenn man sagen würde, wir haben hier ja nach Bedeutung gemessen, also die Kacheln. Ne, viel geiler finde ich ja, wenn du jetzt sagst, du drückst die Lupe oben rechts mal und man sagt,
wenn du diese Fragestellung haben willst, bau dir doch eine Tree Map, wo du dir überlegst, nach welcher Bedeutung möchte ich das machen. Also beispielsweise, hier ist der Einwand, ist doch nach Actual sortiert. Ist doch völlig egal, der User soll doch entscheiden, wonach will er sortieren. Nach der höchsten Abweichung, nach dem Actual, was ist interessant? Das vorzudenken ist unheimlich schwierig. Ich bin immer ein Freund davon, nach der höchsten Abweichung zu sortieren, weil ich mal sage, ich will wissen, was er bestellt, verändert. Dann wieder aber die Frage, ist es die prozentuale Abweichung oder die absolute? Dann geht schon wieder los mit Wechselbecken. Das heißt, ich würde immer sagen, die Möglichkeit der Sortierung ist in so einer Tree Map, gerade im Self-Service, natürlich relativ hoch. Ne? Also, oder ich mache 2, 3 Analysepfade. Finde ich ganz nett, um nochmal weitere Analyse zu den Kacheln zu haben. Aber sind wir ehrlich, was interessiert den Business-User im ersten Moment, ne? Als allererstes, ne? Was interessiert den? Immer wieder, wie läuft es denn in Schweden? Das sind die Fragen, die man sich stellt. Und da sind wir oft zu verkopft bei der Sache. Und wenn dann noch die Technik dazu kommt, ja, man könnte es aber lösen, weil, bitte mehr mit den Fachbereichen reden, als irgendwelche technischen Lösungen finden und es hinzubiegen. Wäre meine Empfehlung an alle Berater, die hier zuhören. Und vor allen Dingen ist es halt auch immer diese Sache, es gibt ja auch teilweise Strukturen oder Hierarchien im Unternehmen, wo man ganz klar sagt, okay, der 5er BMW steht immer an Stelle X und der 7er an Stelle Y, wo man ja dann auch genau so sagen weiß, alles klar, ich gucke da in diese Tabelle und es steht genau da oder meine Abteilung oder mein Produkt oder meine Region, was auch immer. Von dem her kann das ja auch auf jeden Fall ein Weg sein, da eine klares Ranking in dem Sinne über diese vorgegebene Hierarchie zu geben. Gut, dann nochmal, sorry, ich habe mich abgebrochen. Wir waren jetzt auf, das ist die Landingpage. Es gibt die Detailpage, Interaktivität hast du gezeigt. Heißt jetzt nur noch zum guter Letzt die Drill-Through auf die Zoom-Page, Tabelle, Einzelanalyse. Genau, ist in dem Sinne ja dann auch wieder identisch aufgebaut. Wir haben hier die Filter in dem Sinne ja mitgegeben, haben unsere Titel, haben hier unsere Breadcrumbs für die Navigation, haben ganz normal die einzelnen Elemente, die wir jetzt hier in unsere Urschleimtabelle haben möchten, haben hier unten drunter noch ein paar Totals. Die Deltas haben wir mit jeweiligen Abweichungsbalken markiert, zusätzliche Werte, die absoluten Werte hier nochmal gezeigt. Und jetzt kann ich natürlich, wir sehen hier oben auch nochmal so ein kleines Mikrochart, also da dann auch nochmal die jeweiligen 4 Quartale dann auch angezeigt. Und da kann ich dann ja auch nochmal das als Filterung nutzen, im Sinne, alles klar, jetzt klicke ich hier rein, passt sich die Tabelle an oder umgekehrt. Ich wähle jetzt einzelne Elemente innerhalb meiner wunderbaren Tabelle und habe dann hier sozusagen den Anteil von dem, was ich hier ausgewählt habe. So diese klassische Idee, Microcharts, die man ja teilweise auch in diesen Diagrammen oder in diesen Tabellen schon gesehen hat, eben hier in der interaktiven Version. So, also ich sag mal, fass mal zusammen. Das ist so das, was wir beim Power BI so auf die Kette kriegen mit so einer Standardanforderung, Monitoring Dashboard, was wir auch zutrauen, jeden, der bei uns ein Seminar bucht, jeder, der bei uns ein Seminar besucht hat, mit Power BI beispielsweise, der sollte das nachher können, der sollte dazu in der Lage sein, das so zu machen. Na, das ist aus meiner Sicht auch sehr schnell erlernbar. Das Power BI macht es einem da auch relativ leicht. Ich finde, das ist sehr zugänglich, so von der Art und Weise. Und was ich da so sagen muss, Tableau kriegen wir an der einen oder anderen Ecke jetzt vielleicht noch ein bisschen schicker hin. Auch in der SAC finde ich auch, ehrlich gesagt, an der einen oder anderen Ecke ein bisschen schicker, weil ja die Abweichung, Kai, wenn du noch mal eins nach vorne gehen möchtest, mit denen wir ja immer stark arbeiten oder wie man sie auch im Kontext von IBCS kennt, die macht er natürlich dann bei IBCS immer als ein Element bei SAC und nicht in verschiedene Tabellenspalten, mit denen wir uns da jetzt behelfen in irgendeiner Form. Das heißt, da deswegen nochmal wichtig, wenn ihr auf den Gartner-Quadranten guckt, aus der visuellen Sicht, ne, hat Power BI geile Moves, geile Sachen, können wir alles mal diskutieren, können wir alles mal machen. Es ist trotzdem nicht State of the Art, das allerbeste Tool. Ich sehe bei anderen Tools aus visueller Sicht Stärken. Gut, definitiv. Ja. Ach, sorry. Jetzt gucken wir aber jetzt mal auf Cognos, würde ich sagen. Genau, also pass auf, Jörn. Wir teilen mal deinen Bildschirm, deine Show. Du kennst uns. Wir würden natürlich, wir schreien sofort rein, wenn wir Fragen haben, etc. Aber ich habe es ja schon mal gesehen und jetzt gucken wir mal, was es ist. Ja, genau. Also Ansatz war ja so ein bisschen auch aus eurem Paper-Prototype, den ihr mir mal zugeschickt habt, da wirklich das in Cognos mal nachzubauen. Oder auch so nachzuvollziehen, wie es funktioniert. Und wie gesagt, ich habe wirklich mit meinem gefährlichen Halbwissen das da mal zusammengebaut, ja, kein Techie, aber ich bin relativ schnell zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Also ihr seht ja auch hier, ich habe hier die Totals, ich habe das jetzt mal All genannt, sehe hier auch die unterschiedlichen Länder im Vergleich zum Vorjahr mit der prozentualen Abweichung und sehe eben auch den
absoluten Wert direkt darunter liegend. Und diese Kacheln, die ich hier gebaut habe, sind eben auch interaktiv. Das bedeutet, wenn ich draufklicke und filter beispielsweise, dann habe ich hier unten nochmal die zweite Ebene eures Dashboards mit abgebildet. Und man sieht jetzt auch hier Country 2 gefiltert. Bevor jetzt im Chat irgendjemand sagt, so, das hat er doch vorher gemacht, das hat er doch vorher programmiert. Ich kann nicht auch hier auf Country 5 klicken. Jörn, wir haben nur liebe, nette Leute bei uns im Chat. Wir haben hier keine Hater, die schmeißen wir eiskalt drauf. Außerdem hören wir dich ja auch klicken, also das ist echt. Also, aber guck mal, ein wichtiger Unterschied ist ja schon mal, ne? Du bewegst dich auf der einen Dashboard-Seite gerade, während wir uns ja mit einem Absprung bewegt haben. Das heißt, wir sind hier über Reiter gegangen und haben gesagt, der Drill-Through geht auf eine andere Seite und gibt den Filter mit. Du hast jetzt die Wahl getroffen, du bist auf einer Seite, gehst du bitte hoch nochmal zu den Kacheln. Und sagst dann, ich wähle die Kachel dementsprechend aus und unten filtert sie es auf derselben Berichtsseite. Ne? Das ist jetzt erstmal der Weg in Cognos. Warum bist du diesen gegangen? Ist ja beides gut. Also um es vorwegzunehmen, sorry, wir haben mal bei Porsche haben wir mal Folgendes gehabt. Da haben die sich bewusst für eine Seite entschieden, mit dem Runterscrollen und nicht für die Klickfahrt. Obwohl sie es gekonnt hätten in ihrem Tool, haben sich bewusst entschieden, runter zu scrollen. Moderne Webseiten sind auch so aufgebaut. Geht mal auf die Reporting-Impulse-Seite, sieht man das halt auch eine Kombination aus Kacheln und runterscrollen. Aber, das heißt, du hast dich jetzt dafür aber in erster Linie entschieden, wegen des Tools oder weil du es besser fandst, das auf einer Seite zu haben? Im Nachhinein fand ich es besser auf einer Seite, aber ich habe mich dafür entschieden, aufgrund des Tools, weil wir jetzt keine Absprungmöglichkeiten oder zumindest keine mir bekannten Absprungmöglichkeiten haben, um von dieser Kachel jetzt in die nächste Dashboard-Seite abzuspringen. Gut, das wäre nochmal interessant. Wir gehen nochmal durch, wenn hier irgendjemand eine Möglichkeit hat. Das habe ich ja gesagt, ne? Also wir wissen es auch jetzt nicht. Müsste mal mit Trial and Error. Jemand hat dasselbe, was wir gerade in Power BI gezeigt haben, mit einem Drill-Through direkt eingefiltert, mit Filterübergabe, Country 2 auf eine Detail-Page zu kommen. Gerne melden, dann bauen wir das natürlich hier sofort um, Jörn. Ne? Also dann würden wir sofort auch mal gucken, die andere Variante. Aber wir haben es halt jetzt in kürzester Zeit nicht hingekriegt. Ne? Ja. Genau. Und wichtig dabei wäre halt, dass man auf eine nächste Dashboard-Seite kommt oder auf ein nächstes Dashboard oder wie auch immer. Halt, genau. Ja, also auch sonst von den Funktionalitäten her. Und das ist so ein bisschen auch, was ich so eigentlich auch zum Ausdruck bringen wollte, wenn man jetzt Cognos sowieso schon im Einsatz hat und sich mit euren Vorgaben oder mit euren Standard da beschäftigt, dann, dass man eben auch entsprechend schnell mit Cognos da zum Ergebnis kommt, also dieselbe Klickfunktionalitäten, die wir hier haben, auch mit gedrückter Steuerungstaste kann ich mehrere Komponenten anhaken und der Unterschied ist, glaube ich, den wir jetzt auch feststellen können, bei euch hat sich das alles so ein bisschen eingefärbt, bei uns zum Beispiel oder bei Cognos ist es so, wie ich es jetzt gebaut habe, dass ich wirklich dann die absolute Zahl oder die Zahlen sehe, die eben entsprechend jetzt hier hinter Kategorie 3, hinter dem Budget und hinter der Abweichung stehen, wenn ich mehrere einfärbe oder wenn ich auch nur eins entsprechend einfärbe. Ne? Also gleiches gilt hier dann für die Quartale, wenn ich die nehme, dann sehe ich eben direkt die Veränderung und die Werte, die eben hinter dem vierten oder dritten Quartal hier stehen. Genau, also wir haben jetzt gerade mal, da muss ich drauf eingehen, das ist ja hier eine Steilvorlage von Stabilo Stick, ne? Als PDF ausgeben ist bei so einer langen Seite halt auch irgendwie doof. Kann ich nur antworten, es ist generell doof, es als PDF irgendwie auszugeben. Wir sind im 21. Jahrhundert. Aber danke dafür. Ich hoffe, das sei mir verziehen. Das war natürlich für mich eine Steilvorlage. Ich habe neulich am Clubhouse-Talk mit Microsoft, da war der Ekrem Namchi dabei und Carsten Bange, haben wir darüber gesprochen, dass die Anforderung oft noch besteht. Ich bin beinahe Amok gelaufen in diesem Talk. Aber ich weiß, es ist oft so, ja. Ne, wenn ihr uns als Berater holt, wir reden euch das aus. PowerPoint ist auch, also ne, Stabilo Stick hat Humor, mag ich jetzt schon sehr gerne. Jörn, noch eine Frage. Kann noch mal einer bitte Excel reinschreiben? Excel, kann ich das auch in Excel exportieren, genau. Jörn, noch eine Frage, wo wir es hier so aufhaben, ne, was ja auch ganz augenscheinlich ist. Ne? Du hast dort jetzt bewusst wieder die Frage, dich für Rot und Grün, also gegen Rot und Grün entschieden? Oder ist das eine Cognos-Geschichte jetzt? Weil wir haben uns ja für Rot und Grün im Standard entschieden. Es gibt aber viele unserer Kunden, die sagen, sie möchten keine semantische Konnotation mit dem Rot und Grün mitgeben, sondern sie sagen, sie machen es mit Absicht neutral. Weil steigende Personalkosten sind vielleicht für den Betriebsrat grün, für einen Personalcontroller rot. Und damit, wenn man Einheitlichkeit hat, sagt man oft, ich mache das einfach so in einem Grauton. Oliver, unser lieber Mitarbeiter, der ist da halt ganz, ganz heiß hinter, sagt oft, macht es neutral. Mit Absicht, konzeptionell
Oder bist du, hast du gesagt, boah, das geht halt, der Kram geht in Cognos nicht? Es wäre unter Umständen gegangen, aber nicht so klassisch abgegrenzt, wie es halt mit Rot und Grün, sondern höchstens noch mit Zwischennuancen. Und das fand ich optisch nicht so ansprechend, deswegen habe ich mich für die Farbe Grau in dem Fall entschieden. Ja. Gut, wir haben ja auch nochmal den Einwand, ne? Und die ganzen Rot-Grün-Blinden, ne? Also erstmal, die sind ja nicht blind. Also es ist eine Rot-Grün-Schwäche. Das zweite ist, es sind Männer. Jeder zehnte Mann hat das. Jede 1 zu 100.000 zu Frau, ne? Kai, glaube ich, sind das. Hat extrem das, wenig, das heißt, auf jeden Fall. Das heißt, also auf Dashboards gucken im Vorstand sollten sowieso Frauen tun, weil die sehen wenigstens was im Gegensatz zu Männern. Aber Anders war der Reis. Diesen Spruch habe ich heute wieder gebracht und er wurde mir erst nicht geglaubt, weil es war eine Session, glaube ich, nur mit einem Mann und ich und sonst nur Frauen. Und dann habe ich es auch gesagt, Anna, kannst du einmal kurz bestätigen, dass ich diesen Spruch immer bringe? Und das hat dann auf jeden Fall gepasst. Ach, sehr gut. Dann nochmal, hier, pass auf, wenn wir da schon dabei sind, ne, jetzt kommt Schweinchen schlau hier, Martin Otto, und sagt, man kann die Palette ändern, Rot-Grün in Cognos ist kein Problem. Jörn, wo hatten wir das Problem? Das Problem ist tatsächlich, dass ich ja aus meiner Sicht, ne, also Martin, wenn du da eine geile Idee hast, dann lass uns das mal umbauen, dann haben wir es vielleicht auch noch näher an dem, was wir vorhin gesehen haben, aber die Herausforderung, die ich halt hatte als, ich sag mal, Endanwender, war, dass ich halt schon Rot und Grün mitgeben konnte, aber nicht für positive und negative Zahlen, also wenn, dann hätte ich zwei Kennzahlen machen müssen, die dann rot und grün sind. Aber so wie ich es hier dargestellt habe, dass die negative Zahl rot ist und die positive grün, war mit meinem Know-how jetzt dann nicht umsetzbar. Ne? Aber wie gesagt, Martin, finde ich geil, dass du dich da beteiligst. Lass uns das gerne mal umbauen. Kommen wir dann nochmal wieder mit dem nächsten Ergebnis. Easy, pass auf, wir machen folgende, ne? Also das ist ja das Schöne, ne? Also Nicole sagt nämlich auch nochmal, wir müssen hier Farbpalette und bedingte Formatierung unterscheiden, ne? Genau richtig. Was wir versprechen jetzt hier, liebe Community, ne? Wir werden Folgendes machen: bei nächsten BI or Die Live Session, Kai, erste 5 Minuten werden wir kurz zeigen, ob es gut funktioniert oder schlecht funktioniert. So, Jörn, du bist auch wieder da. Ich hatte dich noch gerade auf groß. Ja, perfekt. Genau. Und was wir hier jetzt auch weitermachen können, das, was wir euch oder was wir bei euch auch gesehen haben, wir können ja von dem Punkt tatsächlich auch dann abspringen in eine visuelle Tabelle. Ich kann hier natürlich auch dann nochmal separat das Land filtern, muss ich nicht immer unbedingt über die Auswahl oben machen. Kann jetzt hier nochmal eine Kategorie filtern und kann jetzt hier auch, ähnlich wie ihr das hattet, mit dem rechten Mausklick wie es ist hier, ne? Also wie die es Technik. Ist die Technik. Ja. Ich hatte das übrigens auch, ich habe hier gestern einen Vortrag gehalten oder vorgestern und Vodafone komplett versagt und ich war dann einfach mal 2 Minuten weg und die haben sich dann schön weiter unterhalten und bin nach 2 Minuten wieder dazugekommen. Und dann haben die schon diskutiert und gesagt, das waren so super Impulse und haben dann direkt schon losgelegt zu diskutieren, wie sie es implementieren können. Ich habe mich trotzdem über Vodafone geärgert, dass die an diesem Tag so eine instabile Internetleitung, obwohl ich hier zwar irgendwie die Mbit-Leitung habe, aber naja, whatever. Ja, was auch das Geile ist, erinnerst du dich, Kai, damals in unsere Vorträge, ne, da haben wir ja mit Absicht mal den Beamer immer ausgeschaltet, also einmal diese schwarz gemacht, damit man da rhetorischer steht. Wenn du das heutzutage machst, hier in solchen Team-Meetings oder solchen Sessions, da ist immer gleich der Verdacht, hörst du was noch? Hast du noch an? Bist du noch on mute? Also du kannst diesen Effekt, dieses, ich bin jetzt der Erzähler, ich mache das hier, nicht mehr simulieren. Ich habe mir überlegt, das in Teams mit diesem Spotlight zu machen. Also dass man auf das Spotlight drückt und dann es dementsprechend macht. So, Jörn, also jetzt haben wir haben dir hier echt ganz schön viel Zeit jetzt verschafft. Wir gucken mal an, wie weit bist du mit deinem Bildschirm? Ja, ich bin wieder da, glaube ich. Ne? Also, ah, cool. Sorry ans Publikum. Tatsächlich habe ich da schon den ganzen Tag auf und habe das immer mal wieder getestet, aber es ist immer doch wieder so, genau dann, wenn es funktionieren muss, gibt es eine technische Herausforderung. Nichtsdestotrotz würde ich dann einfach mal weitermachen. Also wir führen hier auch, ähnlich wie ihr das vorhin gezeigt habt, mit einem Rechtsklicken-Drill zu durch und gehen dann auch auf die visuelle Tabelle, die jetzt hier auch das Country, was wir ja vorhin ausgewählt haben, Country 2, ihr erinnert euch, mitgegeben haben. Wir haben auch die gefilterte Category, sehen hier die Subcategory mit der Summe der Turnover, das Budget, die Abweichung hier nochmal in Summe da aggregiert zusammengefasst
Forecast und auch mal den Forecast nochmal, also die Abweichung. Und dann das Ganze hier runtergebrochen auf die einzelnen Produkte, ähnlich wie ihr es auch von dem Power BI dargestellt habt. Und dann die visuelle Tabelle eben auch mit den Balken. Und hier, Martin, haben wir genau das, was du vorhin noch sagtest, bedingte Farbpalette, wo wir negative Elemente auch eben rot darstellen können und grüne als positiv deklarieren oder die positive Werte als mit grün deklarieren können. Ne? Genau, also fassen wir mal zusammen. Wir gehen jetzt wieder von dem Konzept auf, ne? Und sagen jetzt, alles klar, du gehst jetzt los, Landingpage, Kacheln haben wir gesehen. Jetzt hast du dich entschieden, Detailpage mit auf die Kachel, damit sich das durchfiltert. Fair kann man so machen. Du hast es aber jetzt hast du ja doch den Sprung gemacht in die Tabelle hinein. Da hast du doch den Drill-Through bemüht und eben nicht das auf einer Seite gemacht. Magst du kurz erklären, warum du dich jetzt im ersten Entwurf dafür entschieden hast? Ja, genau. Also wir haben ja in Cognos, da werden die Cognos-Enthusiasten hier im Chat sicherlich auch zustimmen, zwei Komponenten, die wir nutzen können. Einmal so dieses Dashboard-Modul, wo wir diese volle Interaktivität haben und dann hier in dem Fall so ein Reporting-Modul, wo wir eben dann hier, wie hier die visuelle Tabelle sehr gut mit andienen können. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, diese visuelle Tabelle ist im Dashboard-Modul jetzt so nicht drin enthalten, aber man kann sie eben gut als Endprodukt nutzen, wenn ich quasi als letzte Drill-Navigation diese visuelle Tabelle habe, kann ich sie sehr gut im Report mit einbinden und den Absprung vom Dashboard in einen Report gewährleisten. Und das der Report gut. heißt aber dann wieder statisch, mehr oder weniger. Das ist jetzt eher statisch, genau, ja. Okay. Also die Filterübergabe ist halt sauber, ne? Die Filterübergabe ist sauber und ich könnte jetzt mit Elementen arbeiten, wie ihr sie vielleicht auch kennt, dass man hier Parameter mit eingibt, dass ich zum Beispiel das Quartal noch filter, aber dann immer eher statisch, ne? Genau. Gut, wir gehen auch gleich mal aus Cognos raus. Ich würde gerne in Diskussion auch mit den anderen Leuten die Eindrücke, die hier so mitgenommen werden, ne? Also, mir nochmal ganz wichtig, Jörn, magst du vielleicht nochmal auf die Dashboards-Modul gehen und nochmal zeigen, dass wir haben ja auch gesagt, wir wollen nochmal Visual Analytics vorstellen. Also bedeutet, das ist ja so eine Idee von uns, wo wir sagen, wir unterscheiden Visual Analytics Dashboards zu Guided Dashboards. Gerade eben haben wir ein sehr geführtes Top-Management Dashboard gesehen, strategische Ausrichtung. Das ist hier jetzt Analyse, ne? Ja. Kai, kann ich dich parallel schon beauftragen, dass du Power BI eben nochmal kurz aufmachst und ein Visual Analytics Dashboard aus unserem Konzept- oder Template-Katalog raussuchst? Kriege ich hin. Super. Dann was sieht man denn hier nochmal? Also, ich erkläre es einmal kurz fachlich. Es ist links, dass wir sehen auf dem Bildschirm, da haben wir alle Produkte, ne, aufgesplittert in einem Scatterplot. Das nach Turnover und Profit können natürlich wunderbar für Sachen sein. Und dort könnte man jetzt analysieren, wo habe ich irgendwelche Ausreißer, irgendwelche Korrelationen, wo was passiert. Rechts habe ich Filtermöglichkeiten, wo ich es immer weiter einengen kann mit verschiedenen Hierarchien hinterlegt. Da kann ich mir jetzt einen Monat angucken, da kann ich mir einen Tag angucken, da kann ich mir halt ein Land angucken, etc. Alles interagiert auf der Seite. So, Jörn, das hast du, glaube ich, echt ruckzuck gebaut, oder? Ja, also alles, was wir bisher gesehen haben, habe ich mich einen Nachmittag mal hingesetzt und das zusammengebaut. Ne? Also das war wirklich kaum Aufwand aus meiner Sicht. Sowohl das Management-Dashboard, den Report, das, was wir jetzt hier sehen, Visual Analytics-Dashboard, halber Nachmittag war das Ganze fertig, habe dann da noch so ein paar, so wie wir es jetzt hier sehen, Navigationspfade mit hinzugeführt, dass man hier so ein Country, State, City navigieren kann und theoretisch auch das Ganze mal auf City filtern kann. Ja, das war ein halber Nachmittag, oder ein Nachmittag, halber Tag war das entsprechend mal investiert. Und ich finde, ich bin persönlich mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Fand auch schön, was man alles machen kann. Und für einen Laien oder für so einen Endanwender wie mich finde ich das Ergebnis cool. Das wollten wir herausfinden, ne? Also ja. Das war ja, also man muss ja sagen, die Aufgabe war ja, warum haben wir uns zu dritt zusammengetan? Wir haben uns zu dritt zusammengetan, weil wir hier weder Power BI noch Cognos verkaufen wollen. Wir haben uns zusammengetan, um für Kunden jetzt mal zu simulieren, was bedeutet es, wenn ich einigermaßen affin bin, ein vernünftiges Konzept habe, Ideen habe, die verwirklichen möchte, nachdem ich vorgehen möchte, sieht man, man hat da einiges auf jeden Fall. Kai, ich sehe gerade, du hast zwar das Dashboard auf, ein Visual Analytics, aber das ist das Portfolio-Dashboard. Das finde ich super spannend. Das würde ich auch gerne mit dir diskutieren. Aber das möchtest du nicht sein. Das Structure-Dashboard hätte ich gerne. Ja, dann musst du mir nochmal Zeit geben. Ne? Dann soll ich Ach so, dann blende ich dich nochmal aus. Das ist doch gut. Jörn, also erstmal, vielen, vielen Dank. Wie lange hast du jetzt investiert an Netto-Zeit? Also abgezogen, wo wir nochmal ein bisschen diskutiert haben, gemacht haben.
Habe ich ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, also Nachmittag. Alles, Visual Analytics und das Guided. Alles, Management Dashboard, Report und Visual Analytics habe ich einen Nachmittag investiert. War easy. Und also ich habe selbst die Datenbank auch nochmal, also ich brauchte ja irgendwie dann eine Datenbasis, also ich habe auch noch ein Datenmodul gebaut auf euren Datensätzen, halber Nachmittag und dann fertig. Eben, deswegen, also die Frage, die hier nochmal steht, wie sauber waren deine Daten, Björn? Meist steckt der große Aufwand dahinter. Arthur, ja. Du machst dir keine Vorstellung, es ist das sauberste Datenmodell, das du jemals in deinem Leben gesehen hast. Also wirklich. Ja. Also wir haben uns keine Mühe gegeben, in irgendeiner Form das, diesen Prozess zu simulieren und wie man es reinlädt etc. Das ist sauber, das ist das Reporting Impulse Dataset, das läuft in jedem Tool ohne irgendetwas ein. Anna macht, wenn sie Data Preparation Kurse gibt, im Power BI, in Tableau etc., baut sie mit Absicht Fehler in das Dataset ein, um den Fachabteilungen zu zeigen, der Teufel steckt im Detail. Also super Hinweis, das haben wir hier gar nicht betrachtet, das Dataset ist wirklich allererste Sahne, tausendmal erprobt. Bevor ich das jetzt aufmache, nicht das Dataset, sondern gleich die Diskussionsrunde. Kai, magst du uns einmal zeigen, es ist exakt dasselbe in grün, nur im Power BI mit bisschen Formatierung. Genau, richtig. Also in dem Sinne haben wir hier ja so unsere Hauptvisualisierung, also hier den Scatterplot, Turnover, Profit abgetragen und dann hier die einzelnen Filtervisualisierungen einmal zeitlich, hier nochmal kurz, dass wir jeweils die Auswahl nochmal in einer Kachel gebaut haben und dann hier auch wieder einfach Profit immer nach der Subcategory, Turnover und dann nochmal nach den Countries und dann kann ich hier, je nachdem, wie ich das dann auch möchte, entweder wieder auswählen und Sachen sagen, okay, und es passt sich dann entsprechend hier an. Oder umgekehrt, ich kann da auch, wenn ich wieder hochgehe, dann auch logischerweise runtergehen durch die verschiedenen Ebenen. Also so ähnlich, wie das letztendlich auch der Jörn gezeigt hat. Und es ist ja irgendwo so diese Vergleichbarkeit von diesen verschiedenen Tools dabei gewesen. Deswegen jetzt hier auch nochmal auf dieses Structure Dashboard. Ja, es sind Nuancen aus meiner Sicht, gerade vor allem bei diesem Visual Analytics Ding. Aber wir können jetzt ja auch nochmal die Nuancen dann rausarbeiten gerne. Genau, also hier ist ja mal die Frage, mal eine unrepräsentative Umfrage, wie viel Prozent der Finanzvorstände, die ihr kennt, werden live mit einem der Tools in eine Vorstandssitzung gehen, anstatt etwas Ausgedrucktes, eine PPT mitzubringen? Kann ich ganz einfach beantworten, dass wenn unsere Kunden es sind, also es ist ein bisschen bei uns schwierig, alle, das heißt, ich glaube, wenn du uns beauftragst, das machst und tust, willst du ja diesen Schritt gehen, das heißt, du fängst dann ja nicht wieder an, ne, das zu tun. Das bedeutet, ich glaube, das ist absolut die Zukunft, das ist absolut die Sache. Das Problem ist, dass sich keiner mal kurz mit einem Finanzvorstand 15 Minuten hinsetzt, ihm das kurz mal zeigt, kurz mal macht, genau dasselbe, was wir hier auch machen, dann läuft er damit rein. Das Problem ist doch, die da oben wollen das ausgedruckt. Und was machen die Leute? Sie machen es dann ausgedruckt. Also, klares Problem auf Erstellerseite, schlecht kommuniziert, schlechtes Dashboard gebaut, nicht gut verkauft, nicht gut präsentiert und deswegen gehen die Finanzvorstände ausgedruckt mit der PowerPoint dahin. Einziger Grund, lasst uns kommen, wir erklären das kurz, dauert einen halben Tag, die machen das den ganzen Tag und machen nichts anderes mehr. Also ich glaube, es ist eher dieser vorauseilende Gehorsam, dass man denkt, dass die da oben das so wollen oder dass man sagt, naja, auch der 50-jährige Finanzvorstand hat zu Hause ein iPad, ein iPhone etc. Und was weiß ich, macht da auch ganz kann auch ein Hotel verständliche buchen. Sachen. Eben. Kann auch ein Hotel also, buchen. Ist ja kein Idiot. Ganz ehrlich jetzt. Ja, eben. Also deswegen, es ist nicht so, die da oben wollen das so. Wir machen komplett die andere Erfahrung. Wenn ein CFO uns beauftragt, logischerweise will er genau dahin. Und da kommt oft dieses, da sagen meine Mitarbeiter, das geht alles nicht. Also ich würde eher sagen, die Sache ist, wer möchte es nicht bequemer, einfacher, schneller haben und alle Daten verfügbar und das steuern? Ey, ich kenne keinen Menschen, der das nicht möchte. Also es macht doch keinen Sinn. Also es ist doch Unsinn. Es ist doch so ein bisschen so nach dem Motto, schickt mir das doch so. Redet mit den Leuten, macht Change Management, macht Marketing und das wird halt immer, immer wieder vergessen. Und Problem ist, meistens sind die Dinge auch doof vom Storytelling her und schlecht visualisiert und hat halt keiner Bock drauf, das mitzunehmen, weil es nicht einfach ist. Genau, ich kenne mich auch in der Situation, oder sorry, Jörn. Der zweite Nebensatz, den Arthur da auch gerade hat, ist halt immer ein Stück weit ein Weg, auf dem man den Vorstand dann auch mitnehmen muss. Es geht nicht von heute auf morgen. Man kann nicht sagen, morgen hast du das und ab morgen machst du das, sondern es ist schon ein Weg und den muss man begleiten und dann wird auch nachher jeder damit arbeiten können. Also können sowieso, gar keine Frage, aber auch wollen. Und wenn das Storytelling passt dahinter, dann umso schneller.
Genau, ich glaube, also Thorsten sagt das hier nochmal, ne? Es geht nicht ums Drucken oder nicht, es geht darum, dass die Zahlen sich nicht ändern bis zu Präsi, ne? Sorry, technisch kein Problem, kannst du ja so lösen, machst einen Freeze und gehst dann damit los und machst es dann trotzdem interaktiv. Aus meiner Sicht wieder Erstellerseite. Es hängt ja nicht damit zusammen, dass die das da oben nicht wollen. Dann mach es halt technisch möglich, wäre meine Antwort darauf. Wenn es und außerdem, wenn, geht, sich, wenn sich was geändert hat, ist ja vielleicht auch gut, dass man es dann bespricht. Ja, aber also, es gibt ja so Banken, der Aufsichtsrat, du musst zu klar, diesem Zeitpunkt, diese Screenshot, dieses typische, wenn du irgendein Organ hast, das überwacht, was ist da an den Aufsichtsrat gelaufen, was nicht. Das ist ja immer sehr, sehr schwierig im Banken- und Finanzumfeld. Bei den Sachen jetzt bei uns bei Reporting Impulse wollen wir immer die aktuellsten Zahlen sehen, logischerweise, ne? Aber ich sag mal so, wenn du halt so aufsichtsrelevante Sachen hast, da brauchst du oft so einen Freeze, wie das denn technisch dokumentiert ist, wer hat was gesehen, du erinnerst diese ganze Basel-Geschichte und was da nicht alles ist, da möchte ich auch nicht in deren Haut stecken, das ist auch nicht so einfach. Und nochmal eine andere Sache auch wieder, wie man an die Sache rangeht. Ich habe auch ein Projekt gesehen, da haben die halt gesagt, okay, wir haben so ein tolles PowerPoint oder wie der PDF-Reporting und dann haben sie sich Tableau geholt, was ja ein wunderbares Tool für die visuelle Analyse ist, und haben es dann aber versucht, so zu kastrieren, dass es nutzbar ist als in dieser Anwendung PDF. Und da muss ich natürlich schon fragen, ich suche mir ein super geiles Tool aus, was auf die visuelle Analyse setzt und mache es dann doch wieder so, wie es vorher war. Also das ist ja dann einfach schade, dann nutze ich ja nicht die Möglichkeiten. Das sah zwar optisch total geil aus, ja, aber jetzt kam dann sozusagen in dem nächsten Schritt dann so, ja, eigentlich wollen die ja doch mehr analysieren. Also man hat dann im ersten Schritt gesagt, okay, man macht es 1:1, so wie es vorher war, die es gewöhnt sind und damit umgehen können. Und dann nach und nach kommen die dann auch, ja, aber jetzt haben wir doch so ein interaktives Tool und geht da nicht mehr oder hin und her oder da haben wir mal was gesehen und nutzen wir nicht auch Tableau? Also ich glaube, das kommt dann auch teilweise sogar wieder gezogen von denen, wenn man es ihnen vorenthält. Weil die unterhalten sich ja auch untereinander. Also es ist ja nicht, dass die dann in ihrer Kapsel sind und sagen, na, ich will alles nur ausgedruckt haben. Gut, bevor wir wieder die Geschichte haben hier, ausgedruckt, blablabla, etc., das mache ich alle stundenlang mit euch und ich gewinne die Diskussion immer am Ende des Tages, ist viel interessanter jetzt, ne? Jörn, wir holen mal ein paar Leute dazu. Meine werten Kollegen, Teuger und Erik und so, ne? Wenn ihr jetzt gerne mitreden wollt, freue ich mich total. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr die Plätze freigeben würdet, die wir hier unten im Tool haben und euch eher in den Chat reinzieht und das auf YouTube oder Twitch verfolgt, damit hier dementsprechend viele Leute Platz haben, mitzureden. Erik, du bist natürlich herzlich willkommen, wenn du die Kamera anmachst und dich dazuschaltest. Da freue ich mich natürlich total. Und da Erik meine Provokation verstanden hat, hole ich den doch einfach mal dazu. Moin Erik, grüß dich. Hallo. Hallo Andreas, ja, wenn du mich so nett einlädst, ich habe gerade überlegt, ob ich rein oder rauskomme, aber da komme ich natürlich gerne einmal kurz dazu. Ich bin ja tatsächlich, ich finde das super, habt das schön gemacht, also spannend gemacht, finde ich. Tolle Geschichte. Und ich bin ja tatsächlich so jemand, ich bin ja so ein alter Cognos-Mensch, also seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit Cognos und ja auch seit, ich glaube, 2006, Martin hat ja auch viel gepostet, gerade im Vorstand der Cognos User Group tätig, also schon sehr verbunden, muss ich sagen, wie das immer so ist. Gebe aber auch ganz offen zu, dass ich gerade so in den letzten ein, zwei Jahren die Microsoft-Welt kennen und auch schätzen gelernt habe. So schlimm war es gar nicht, Andreas, du musst nicht weggehen, wo ist er? Genau, auch die Microsoft-Welt kennengelernt habe und da auch durchaus aus die Vorteile sehe. Und ihr habt ja gerade so schön gefragt, ne, bin ich jetzt eher Cognos oder eher Microsoft? Ich habe da mal diese 12 reingeschrieben, weil tatsächlich bin ich der Meinung, das kommt so ein bisschen drauf an, also kommt auf das Umfeld an und auf die Kundensituation am Ende des Tages. Man kriegt aus meiner Sicht mit beiden Werkzeugen, und ich glaube, das haben wir gerade auch gesehen, mit beiden Werkzeugen eigentlich alles gelöst. Ja, wenn man macht. Und ja, nur das eine Tool hat an der einen oder anderen Stelle vielleicht den einen oder anderen Vorteil und das eine macht es hier ein bisschen geschickter, das andere da so ein bisschen geschickter. Aber ich habe schon ganz lange nicht mehr erlebt, dass jetzt ein Projekt daran gescheitert ist, dass man jetzt Cognos oder Power BI gewählt hat. Und vor allen Dingen, muss ich auch sagen, jetzt, man hat vielleicht auch so, keine Ahnung, vor diesen jetzt aktuellen Releases ja auch immer sehr, sehr auf Cognos ein bisschen draufgehauen, was vielleicht, weil es halt, wenn es ja wirklich der 1:1 Vergleich dann an verschiedenen Stellen mit Power BI einfach nicht standgehalten hat. Aber wenn ich das jetzt sehe und dann vor allem so aus der Perspektive, ich bin langjähriger Cognos-Kunde,
dann ist es doch hervorragend, was sie da uns jetzt bereitgestellt haben. Da muss ich jetzt nicht mehr sagen, oh, muss ich jetzt wirklich wechseln? Muss ich mir das alles antun? Know-how-Aufbau etc. oder was ich vielleicht auch schon in den darunterliegenden Daten haben wir jetzt ja auch schon angesprochen, ist ja auch ein Thema, was nerven kann, was Zeit braucht, was eine gewisse Systematisierung ja auch schon bedarf, wo dann ja auch wieder ein neues Frontend-Tool zu Schwierigkeiten führen kann. Und da muss ich ganz klar sagen, bin ich extrem überrascht worden, was Cognos da auf die Beine gestellt hat. Und wo ich jetzt wirklich sagen würde und das auch zu jedem Kunden sagen würde, wenn du doch jetzt, sag ich mal, schon seit Jahren Cognos dir aufgebaut hast, boah, ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt wechseln würde. Ja, genau, das ist so, ich sag mal, dass das Wechseln an sich, so ein Tool zu wechseln, das hilft ja auch nicht wirklich, weil am Ende des Tages visualisieren wir Zahlen. Und solange das funktioniert, muss ich nicht unbedingt wechseln, würde ich so sagen. Ich glaube, Cognos ist in den letzten Jahren so ein bisschen Unrecht getan worden. Ich habe jetzt auch irgendwie neulich mal auf LinkedIn und so gehört, dass tatsächlich, wie war das irgendwie, Cognos wieder da oder so. Ich bin ein bisschen näher dran vielleicht. Ich bin beruflich eben viel auch in der Finanzbranche unterwegs gewesen. Da ist Cognos nach wie vor stark gesetzt. Da war das auch nie weg, möchte ich mal so sagen. IBM war auch in der Vergangenheit immer schon stark in der Finanzbranche unterwegs. Dementsprechend haben wir da immer viel gemacht und konnten da eigentlich auch tatsächlich immer ganz gut mithalten. Ja klar, so dieses ganz fancy Dashboarding, da haben sie mal zwischendurch ein bisschen geschlafen, möchte ich mal so sagen. Und was Cognos in meinen Augen gerade echt nicht gut macht, das ist Marketing. Das konnten die früher sensationell. Ja, das war so ein IBM-Ding und da denke ich jetzt mal so an diese ganzen Watson-Dinger, die ja quasi, würde ich sagen, nur aus Marketing bestanden, aber wo so ein sehr starker Marketinganteil da war, das haben die echt viel mehr Erwartungen quasi damit eine Erwartungshaltung produziert, die schwer zu halten war. Das machen die gerade irgendwie nicht gut. Ne? Und das, ich weiß nicht, warum das so ist, aber da finde ich, ist noch Potenzial auf der Seite. Kai, genau das, was du vorhin sagtest, ist ja auch genau das Ziel, warum man das einfach mal heute evaluiert hat. Einfach zu sagen, hey, ihr habt sowieso Cognos im Einsatz, jetzt guckt euch doch nicht 10 weitere Tools an und macht dann einen nicht langen Evaluationsprozess raus. Ihr habt die Leute darin ausgebildet, die können damit umgehen, die wissen, wie man das handhabt, dann probiert es doch damit erstmal aus. Und ich glaube, wir haben heute gesehen, dass auch in Richtung Visual Analytics Dashboards wirklich viel auch möglich ist und die Parallelen da auf jeden Fall auch erkennbar sind. Und das war ja auch nur ein Ausschnitt von dem, was machbar ist. Und ich glaube, dass da einige vielleicht auch Cognos ein bisschen unterschätzt haben, gerade auch vielleicht die es schon lange im Einsatz hatten, was überhaupt mit den neuen Versionen möglich ist. Ich glaube, ich muss es nochmal anders formulieren. Jörn, ich glaube, die Frage ist nicht, was in Cognos möglich ist und was nicht. Die Frage ist eher nach dem Motto, wenn ich ein gutes Konzept habe, das sehr einfach ist, sehr eingängig ist und so weiter, wenn ich mir überlegt habe, was sind so Grundanforderungen, ne, dann hat Cognos die. Ne? Wir haben ja hier gar nicht untersucht, was kann ich alles noch Geiles mit Cognos vielleicht machen, was Power BI eigentlich kann und umgekehrt, nicht das falsche Eindruck entsteht. Mir war ja nur wichtig, sag mal, die bringen bei Cognos seit November, ist glaube ich das neue Release, was ein bisschen plug-and-playiger und ein bisschen geiler aussieht und so weiter, raus, wie nah komme ich an so ein modernes Self-Service-Tool ran, weil aus Marketing heraus, Erik hat ja recht, das bisschen das Gefühl war, die haben was verschlafen. Und nicht zuletzt der Gartner-Quadrant. Alter Schwede, ich habe es ja gemacht im Zeitverlauf der letzten 10 Jahre. Da war IBM oben rechts führend und jetzt sind sie schon ganz schön runtergegangen. Ob das gut oder richtig ist, will ich gar nicht sagen, aber das hat auch was mit Marketing zu tun. Arthur, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Arthur, muss man wissen, absoluter Power BI-Crack. Wer ihm auch auf LinkedIn so folgt, der sieht es auch. Du hast auch deinen eigenen YouTube-Channel. Was war dein Eindruck von Cognos heute, was du gesehen hast? Würdest du jetzt als Power BI-Crack sagen, boah, kompletter Schrott, gefällt mir überhaupt nicht, das geht ja gar nicht? Oder sagst du, ui, das war nicht keine schlechte Performance. Was ist deiner Meinung? Nein, also vom Output darf man das sowieso nicht entscheiden, finde ich. Also es sah super aus. Und ich habe ja deshalb auch wegen den Daten gefragt, weil es ist, gute Daten kann man eigentlich mit jedem Tool visualisieren. Im Zweifel wird vielleicht auch Tableau gewinnen und nicht Power BI. Aber warum ich ja Power BI so toll finde, ist ja mehr, weil ich weiß, wie ätzend das ist, mit Excel, mit Access, mit ProBA Daten aufzubereiten und wie super das einfach mit so einem agilen BI-Tool funktioniert. Meine wirkliche Liebe zu Power BI ist mehr tatsächlich hinter der Oberfläche. Meine Reports, die sehen nicht mal so schön aus wie eure. Aber die Anna konnte mich ja auch von SAP Analytics Cloud zum Beispiel überzeugen, weil da der Data Prep... Damit machst du jetzt ein Fass auf hier. Und damit würde ich zum Beispiel würde ich gerne auch von Cognos mehr sehen, tatsächlich. Ja.
Also was da im Hintergrund noch ist und ob das wirklich jetzt im Browser komplett funktioniert, was natürlich ein super Argument wäre. Funktioniert alles im Browser. Selbst die, die Datenpreparation funktioniert im Browser. Ich lade dich herzlich ein, lass uns eine Session machen, zeige ich dir das nochmal, was da unter der Motorhaube steckt. Können wir uns das auch mal angucken. Viel besser noch, kommt alle dazu. Wir werden Cognos demnächst hier auch bei BI or Die Live mal haben, als Vertreter der Hersteller. Wir wollten ja gerne mal so eher zeigen, so unter Beratern, wie wir die Welt sehen. Da wird der Hersteller mal zeigen, was er so kann, was er nicht kann und wie er es kennt, in gewohnter Art. Die werden auch mal sagen, wie sie es selber sehen, ob sie den Anschluss verpasst haben, wie sie selber meinen, das machen. Die werden hier also auch mal zu Gast sein und zeigen mal ein bisschen was von dem Tool, was wir ja gar nicht behandelt haben. Für die Leute, die jetzt nicht so tief drin sind, was die Reports nochmal einzeln angeht, ne? Was auch das ganze Thema Exploration angeht, das haben wir auch alles überhaupt nicht behandelt. Wir haben uns ja nur auf ganz kleinen Bereich, das, was die Fachabteilung am Ende des Tages sieht, auf das haben wir uns ja heute beschränkt. Das heißt, wo ich es immer gesagt habe, Cognos hat schon immer das gemacht, was es soll, nämlich eine sehr solide, belastbare Datenpumpe, ohne es halt in irgendeiner Form geringschätzig zu meinen. Ich habe viele Kunden, die moderne Visualisierungstools jahrelang auf Cognos aufgesetzt haben und Cognos da halt genutzt haben als Datenpumpe. Kann man machen, muss man nicht, ist nicht immer das Schönste, aber sich nochmal Architektonisches zu überlegen, wenn die Fachabteilung die ganze Zeit schreit, wir brauchen fancy Dashboards, dann musste ich halt damals auch früher mal ein bisschen in den sauren Apfel beißen, weil das ist Cognos nicht gewesen. Ich möchte aber Robert auch gerne noch dazu holen. Damit haben wir es auch komplett. Robert, moin. Magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, was du machst, was du tust und warum du hier im Talk bist? Ich freue mich ja sehr. Sehr gerne. Hallo in die Runde. Ja, also ich glaube, die Cognos-Szene kennt mich schon langjährig. Ich habe vor 15 Jahren das Analytics-Team innerhalb der Sivascope von der Pike auf an auch aufgebaut. Da war die Cognos noch eigenständig, in der Tat. Wir haben eine Synergie mit der Cognos Deutschland GmbH sehr eng und ja gut vorangetrieben. Heute die Sivascope mit über 300 Mitarbeitern, natürlich auch eine Microsoft-Company neben dem IBM. Also von daher, ähnlich wie Jörn, haben wir heute Erfahrungen auf beiden Plattformen. Aber klar, langjährig, man weiß, wo wir herkommen und die langjährige Erfahrung über 15 Jahre im Cognos-Umfeld kann ich natürlich nicht von heute auf morgen abschütteln. Von daher schlägt mein Herz sicherlich auch so 70% sicherlich nach wie vor für die Cognos-Plattform. Und ich weiß auch, wie leistungsfähig sie ist. Wir haben sie nach wie vor bei großen Industriekunden auch mit im Einsatz, wo sie zum Teil parallel zu Tableau, zu Power BI auch eingeführt worden ist. Sie ist aber nie ganz weg und das wird auch einen Grund haben und eine Beständigkeit haben und wir holen gerade wieder kräftig auf, gerade bei den Bestandskunden. Da freue ich mich riesig drauf. Okay, super. Wie hast du jetzt unsere Einschätzung wahrgenommen, was du heute so gesehen hast? Wie gefällt dir das? Also wenn du das jetzt raten würdest, so wie ich Arthur gerade genötigt habe, so vom Design, so vom Layout, von Ansprechbarkeit, wie war so dein Eindruck? Dadurch, dass ich ja beide Tools auch in der täglichen Praxis kenne, finde ich das nach wie vor extrem ansprechend und auch diese Diskussion vorher, die wir hatten, arbeiten mit Dashboards direkt in den Meetings, da absolut Daumen hoch, das kann ich nur befürworten. Wir haben unsere Meetings im Management Board oder auch unsere Vertriebsmeetings komplett umgestellt auf Live-Reports. Also das war auch zum Teil meine Arbeit vorher, mühsam irgendwelche PowerPoints oder irgendwelche PDFs zu generieren und dann in die Meetings zu gehen. Das ist alles Vergangenheit. Wir gehen live rein und legen den Finger genau auch in die Wunde und können interaktiv mit unseren Mitarbeitern dort auch ins Gespräch gehen. Und das, was wir hier heute gesehen haben, das ist für mich State of the Art. Der eine kann ein bisschen schneller und interaktiver hier, der andere ist vielleicht noch ein bisschen robuster im Endausbau. Aber von daher Daumen hoch erstmal. Cool. Lieben Dank, Robert. Das würde ich mal als deine letzten Worte, nämlich Lesson Learned, was wir hier immer machen, würde ich das jetzt mal so mitnehmen und würde Arthur nochmal bitten, was hast du heute mitgenommen? Was ist so dein Takeaway heute? Bist du jetzt Cognos-Berater? Nein, das nicht. Das können meine Kunden noch nicht bezahlen, im Zweifel. Aber was ich wieder gelernt habe, ist, man sollte doch offen auch für andere Tools sein, weniger Vorurteile gegen vermeintliche Dinosaurier oder sonstige Themen haben. Ja, super, habe ich das, würde ich auch echt sagen. Erik, du als alter Cognos nah, aber ja schon immer ganz deswegen, also ich sage das jetzt mal ganz positiv, wir haben uns ja auch schon über Power BI unterhalten, da hieß es noch nicht Power BI und hatten uns damals schon vor 8 Jahren gesagt, so nach dem Motto, da könnte Microsoft kommt jetzt irgendwann mal. Das heißt, du warst ja immer open-minded, du hast dir noch niemals die Grabenkämpfe geführt. Wie gefällt dir das jetzt so? Was sagst du? Ja, wie gesagt, ich fand das super spannend, super interessant tatsächlich und
war jetzt für mich, sage ich auch ganz offen, nicht so richtig überraschend, weil ich halt beide Werkzeuge natürlich kannte. Insoweit habe ich mir jetzt gedacht, dass das nicht einer scheitern wird von beiden und ihr das in irgendeiner Form jetzt darstellt, im Sinne von, das eine kann gar nichts und die anderen sind gut, sondern genau, also insoweit finde ich, hat mich das nie überrascht, möchte ich mal so sagen, aber ich fand den Vergleich tatsächlich nochmal ganz spannend und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass eben möglichst viele Leute auch einfach sehen, dass am Ende des Tages viele Sachen auch mit mehreren Tools umsetzbar sind und das, was Kai gerade auch gesagt hatte, mal ein Tool auswechseln, mal so eben, weil wir Neues haben wollen, sollte man echt gut drüber nachdenken, weil wir haben das auch schon oft gemacht und das sind echt, also ich finde, diese Projekte sind durchaus mitunter anstrengend, weil das einfach Menschen sind, die dann ihr gelerntes Wissen in irgendeiner Art und Weise übertragen müssen. Und am Ende hat man dann häufig solche Aussagen wie, naja, jetzt machen wir nach wie vor Reporting, geht jetzt irgendwie ein bisschen anders, aber im Grundsatz ist es dann doch wieder das Gleiche. Und das darf man, glaube ich, nicht aus den Augen verlassen. Und darum bin ich da auch nicht so sehr dogmatisch mit diesen Themen, wie du schon richtig gesagt hast, Andreas, sondern ich sehe es auch so, man muss wirklich immer gucken, was brauchen wir, kann das Werkzeug das in der Regel, wie gesagt, bei solchen Beispielen, ja, ist die Antwort. Und das kann ich auch mit einer SAP machen, das kann ich auch mit einer MicroStrategy machen und darum würde ich das nie so sehr dogmatisch sehen. Genau. Super, lieben Dank, Erik. Jörn, was sagst du denn? Also erstmal nochmal ganz fettes Dankeschön, dass wir jetzt gesagt haben, wir haben uns ja intern unterhalten und haben überlegt, wie weit ist Cognos momentan, wie ist das und so weiter. Hammergeil, hammercool, hammerprogressiv, dass wir das hier mit allen teilen, auch den Entwurfsmodus. Hast gemerkt, es kam jetzt hier gar nicht irgendwie die Buhrufe, dass wir irgendwie Amateure sind, sondern das ist alles cool. Wir nehmen die Leute mit auf die Journey, wir wollen besser werden. Riesenrespekt dafür, Riesenrespekt für deinen Einsatz. Danke, dass du es mit uns gemacht hast. Aber nochmal viel wichtiger, Jörn, was hast du mitgenommen? Was ist so, wo du sagst, dein Lesson Learned aus den letzten Tagen? Ja, also mein Lesson Learned ist definitiv, dass man das nicht immer eine Toolfrage ist, sondern man muss einfach damit starten. Dashboarding, dieses in den Meetings aktiv oder interaktiv mit den Daten zu arbeiten und Erkenntnisse zu gewinnen. Und da kommt es nicht immer darauf an, welches Tool ich jetzt habe und wie lange ich da vielleicht noch brauche, um eins auszuwählen, sondern wenn ich eins habe und dafür eignet sich eben dann bei vielen Cognos ideal, die das im Einsatz haben, einfach loszulegen, das Thema Dashboarding anzufangen, mit uns, also mit euch und mit der Sievers Group in die Interaktion zu gehen und zu sagen, wie kann ich das richtig cool aufbauen und ich glaube, da haben wir sowieso im Vorfeld richtig coole Termine schon gehabt, die wir auf jeden Fall weiterführen und das ist so mein Impuls auch an alle anderen, startet mit Dashboarding und macht das Ding groß. Ja. Riesendank an dich, Jörn. Ja, Kai, was sagst du? War heute mal was, so wo ich sage, boah, können wir öfter mal machen, ne? Also Toolvergleiche finde ich eigentlich ganz spannend. Also fand ich jetzt eigentlich gesagt ganz gut. Man kann es, wie Erik gesagt hat, auch ein bisschen anders aufziehen, bevor du vielleicht nochmal Lesson Learned sagst. Meins ist, ich finde so, okay, Cognos, so aus der Sache heraus, ja, das kann auch was, ne? Richtig geil finde ich es nicht. Also nach dem Motto, boah, jetzt haben wir die Dashboarding-Visualisierungsplattform, damit geht alles sowieso etc. Ich finde, da ist eine Menge Luft nach oben. Da geht noch richtig was. Dann muss ich auch ein bisschen sagen, ich verstehe, klar, man muss sich vielleicht Cognos mal angucken, bevor man blind ein neues Tool kauft. Ich würde aber auch verstehen, ich habe Cognos im Einsatz und sage, das reicht mir nicht. Das ist ein Golf vielleicht, ich komme von A nach B, aber ich brauche einen Porsche oder ich brauche einen Familienwagen oder ich brauche etwas anderes, um von A nach B zu kommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, Kai, also bei allem hier, wo wir so ins Horn blasen, ja, Cognos kann schon ein bisschen was. Richtig geil finde ich das jetzt auch nicht. Das ist natürlich die Frage, was findest du richtig geil? Aber ich glaube, das Übergeordnete ist, du musst... Alle sind ausbaufähig. Die SAC finde ich ganz geil. Aber es ist ja Use-Case-Betrachtung. Also musst du immer schauen, okay, was will ich mit diesem Tool in meinem Unternehmen erreichen? Und ich sage mal, zumindest Vorurteile abgebaut in Richtung Cognos. Es hat mich jetzt nicht absolut überzeugt. Das würde ich auch genauso sagen. Aber es hat mich auf jeden Fall deutlich positiver gestimmt, wie ich da vorher drüber gedacht habe. Und das ist, denke ich, ja auch so ein Takeaway. Okay, da geht auch einiges. Für mich war die Hauptmessage, okay, wenn ich ein Bestandskunde bin, dann habe ich, glaube ich, genau das jetzt geliefert bekommen, damit ich nicht sage, okay, Tschüssikowski, ich gehe woanders hin. Aber das ist, sage ich mal, so die Grundlage. Und da muss man natürlich jetzt auch sehen, was passiert in den nächsten Wochen, Monaten mit den nächsten Releases. Und ich meine, jetzt haben wir so diesen Vergleich zu Power BI gehabt. Die haben natürlich brutale Geschwindigkeit, aber die haben, wenn du jetzt
du hast es vorhin auch mal, dass du dich mit Erik darüber unterhalten hast, wann es denn da irgendwann mal losgegangen ist, ja. Und da ist es natürlich auch einfach so gewesen, die haben auch sehr, sehr klein angefangen und haben sich dann immer, ja, sehr, sehr steil verbessert. Und da muss man natürlich dann sehen, was liefern die da noch in den ersten Dingen. Aber ich finde es von der Unternehmensphilosophie extrem geil, jetzt auch mit sowas rauszukommen, mit diesem Wurf, wo ich auf jeden Fall treffe, die Bestandskunden, die werde ich da zu 100% mich absichern. Und jetzt aber auch nicht zu sagen, okay, ich will jetzt in aller Schönheit sterben, ich bringe das jetzt erst irgendwie in 2 Jahren oder so raus, sondern ich komme damit an den Start und kann da schon echt viel mitmachen. Das finde ich eine coole Sache. Finde ich auch. Also die Frage ist immer, was ist mir mein Reporting wert? Ne? Wie möchte ich da sehen? Wie möchte ich das machen? Wie möchte ich ausbilden? Das Einzige, glaube ich, was so wirklich das Lesson Learned ist, bevor ihr jetzt sagt, Cognos ist alles schlecht, schaut es euch erstmal an. Wenn ihr Fachabteilung davon überzeugen wollt, dann sollen sie sich vielleicht mal dieses Video angucken, ist ja live auf YouTube dann, also ist dann im Nachgang auf YouTube ja verantwortet, können die mal selber einen Eindruck kriegen, ohne selber jetzt großes Proof of Concept zu machen, ne? Und dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, entscheidet am Ende des Tages selbst. Wir wären wahrscheinlich Leute, die eher sagen würden, nimm ein richtig geiles Frontend-Visualisierungstool, wo ganz viel möglich ist. Ganz oft würden wir das sagen, wenn nicht architektonische Gründe dagegen stehen, die schwieriger wiegen. So kann man es sagen. Man kann sich die Welt mal so machen, wie sie einem gefällt. Ich sage nur so, was wir aus unserer Sicht sehr fachabteilungsnah sehen. Cognos hat einen Riesensprung gemacht. Jedem Kunden würden wir ab heute erzählen, guck's dir mal an, wollen wir das mal zusammen machen, wollen wir Konzepte verproben, wollen wir einen Prototypen bauen. Absoluter Fan und wir haben ja schon angekündigt, Cognos kommt hier zu uns, zeigt das mal und dann mal im größeren Rahmen im Sinne von, dass die uns mal zeigen, was sind neue Funktionalitäten, was sind Sachen und da dürfen wir auch challenging sein. Wir haben die Zusage gekriegt, dass wir das auch ganz hier frei open-minded machen, wie immer, weil sonst hätten wir beide auch keinen Bock drauf, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Und sonst würde ich sagen, Kai, dir gehört das letzte Wort. Ich bin raus wie ein Milchzahn und sag tschüss. Ciao, ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen möchte, ich und Andreas haben ja gestern versucht, ein Video zu drehen zu unserem Be I or Die Magazin. Und das vielleicht geben wir dem das letzte Willst Wort. Willst du mal loswerden? Das würde ich jetzt gerne mal loswerden, ja. Okay, und dann in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Und jetzt die letzten 10 Sekunden hier noch dieses Video anschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. I or Die Special zu unserem Be I or Die Magazin. Ich würde es abonnieren. Ich auch.